Schnittchen. Willkommen zurück zu einer Folge Trials Fusion. Heute mit mehr extremen Maps. Da sind Dano, Sepp und ich da. Okay, und wir starten mit einer Strecke, die wir beim letzten Mal standen, zum Einfahren. Das wird nice. Ja, ja. Das war nochmal so für... Ja, nochmal ein... Zum Warmwerden. Aber die habt nur ihr beide geschafft und ich nicht. Das ist unfair. Ich glaube, das ist die Übungsstrecke. Oh mein Gott! Ich schaff den ersten Checkpoint. Das ist die, die Jay so gut gemacht hat. Ja. Aber das ist ja auch eine Roadstrecke, also von daher. Nicht verwunderlich. Aber die ist ganz cool gemacht. Ja. Wie macht man denn den Sprung? Nein! Besonderen Kniff, oder? Fast ohne Fehler die Map gefahren, ey. Das ist ja ärgerlich, ja. Scheiße, komm doch mal. Du musst. Warte, wo bist denn du, Sepp? Oh Gott, das hat der Weich. Also wichtig ist, dass du nach dem ersten Sprung, wo du nach oben kommst, ich hab jetzt gleich. Ja. Da musst du jetzt so viel Sprung wie möglich haben. Jetzt Gas und Gas, Gas und Sprung, Bunny hoch. Ja, das ist es. Und hoch. Ja, und das, wieder ja, Schwung und, nehmen und wieder aber Schwung. Aber jetzt. Nehmen. Und hoch. Jawohl! Oh, das hat gereicht! Jawohl! Du musst mich einfach nur anfeuern, dann geht das! Bram, hast du noch! Bleib dran! Ja, hier! Nee, noch nicht! Ach so! noch nicht! Habe ich da noch 5 Fehler draus gemacht, Alter! Schön Gas geben! Und nochmal! Jawohl, Sam! Oh Mann, die ist ja eigentlich voll pupi, ey! Der mittlere Abschnitt ist der schwerste gewesen. Ja. Ja, cool. Endlich. Danke, Bram, dass ich die auch endlich bis zum Ende sehen durfte. Gerne sehr. So, ne? Die fand ich geil von der Optik her. Aber Mr. Wegemite, ist das nicht das, was wir gekocht haben? Hier, ja, hier ist Wegemite. Habe ich schon abgegeben. Gibt es davon auch ein Maskottchen, den Mr. Wegemite? Ach du Scheiße. Boah. Erstmal auf die Kamera klarkommen. Oh, man muss auf jeden Fall da oben lang. Als ob. Nee, und man muss auf jeden Fall richtig Hardcore-Speed haben. Dann machen wir nochmal. Die Kamera macht mich gerade, also da kriegst du ja kein Gefühl. Oh, da ist ein Checkpoint, nice. Oh mein Gott. Mach ruhig denn da. Ja, die Kamera ist auf jeden Fall ein bisschen creepy, aber von der Art und Weise, von der Map her, finde ich sie irgendwie cool. Ja. Oh Mann, da wollte ich doch extra bremsen und dann... Och. Ja, Dano, jetzt hast du auch. Finish. Ach, scheiße, was stand da am Ende? Ja, dass man da so bremsen muss, ist doch asozial. Und hoch. Und rüber. Und nicht rüber. Oh mein Gott. Nein! Doch, ist ja immer noch... Ach komm, da wollte ich bremsen. Wenn du weißt, dass du da langsam sein musst, dann macht man viel mehr Fehler, finde ich. Und jetzt. Oh, Sam. Oh. Jetzt hoch. Ja, mach mit Gefühl. Wie beim Sex. Und rüber da. Ja. Okay, kurz mal angedutscht, aber das passiert beim Sex auch schon mal. Da musst du mal reinfühlen, ne? Ob du auch richtig bist. Ja, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. So. Au. Things you struggle with. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten, weil das Hindernis kommt mir bekannt vor. Aber die ist neu. Ja, aber das Hindernis. Ich glaube, hier muss man direkt rückwärts fahren, kann das sein? Ja, cool. Ja, okay, das wird bei mir nichts. Du darfst nur mit dem Hinterrad auf dem Ding sein. Wie machst du das denn mit auf dem Hinterrad? Gibt's da so ein Speed, auf dem man so 45 Grad stehen kann? Es gibt keinen Speed, es gibt einen Winkel. Wenn du den erreicht hast, dann musst du das Gleichgewicht halten. Also so, du kannst, wenn du dich hochziehst... Ah, gut. Wie macht man das denn? Okay, sollen wir einfach direkt überspringen, weil da sind wir zu dumm für? Oder wollt ihr noch probieren? Nee, auf jeden Fall probieren wir. Ein bisschen nur. Also, wenn ihr gib uns so. Also, ich komme zumindest auf die Hälfte der Rampe. Oh Mann.
Was muss ich denn dafür tun? Ja, dann muss erst auf das auf den Vorderreifen hoppeln und dann auf den Hinterreifen, so dass du halt über 45 Grad Winkel auf deinem Motorrad stehst. Gut. Nein! Oder ist halt einfacher, wenn du. Oh, okay. Sag mal so. Oh, du kannst an der Wand anfangen und dann rückwärts zu fahren. Oh, das hilft dir ja wirklich. Das ist voll gut. Oh, ja, fast oben gewesen! Das mach ich. Ja. Da krieg ich noch hin. Die uns da auch noch. Ich weiß nur nicht, bei welchem Winkel fahrt ihr denn. Also, wenn du bis zur Rampe rückwärts fahren, ist ja kein Problem. Aber an der Rampe dann selber falle ich dann immer trotzdem wieder nach vorne. Ja, da musst du ja genau auf diesem einen Punkt stehen, der die Rampe sozusagen ausgleicht. Wenn du nach vorne fällst, dann warst du noch nicht weit genug hinten. Ja. Nein, 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 nein. Ja! Oh, ich hab das Ende der Rampe jetzt schon mehrfach gesehen. Oh. Fahrt ihr denn in Rückenposition zurück oder in Stehenposition? Stehen. Weil sobald du auf der Rampe doch nach links dann gehst, dann setzt er sich doch hin und dann wobbelt er wieder, oder? Das weiß ich halt noch nicht. Also, was da überhaupt richtig ist, theoretisch. Ja, nein! Da war ich doch oben! Und dann berühre ich trotzdem noch die Rampe. Okay. Also, du stehst immer noch auf der Rampe, Bram. Ja, ich stehe eigentlich. Großteil der Zeit stehe ich. Aber auf der Rampe selber sitzt du nicht? Nee. Immer noch nicht. Ja, weil wenn du einmal nach links gehst, dann setzt er sich ja hin. Das finde ich halt. Ja, aber du musst halt so weit gekippt sein, dass du auf der Rampe nach oben quasi die ganze Zeit nach rechts drücken musst. Was? Nein, da habe ich es verkackt. Da habe ich mich einfach auf die Rampe gelegt. Was ist da los? Moment, du drückst nach rechts, Bram, wenn du die Rampe hochfährst? Ja. Ich habe so ja, viel. Das meine ich gerade. Ich habe so viel Backflip, dass ich die ganze Zeit nach vorne drücke beim Motorrad. Damit ich gerade hochfahre. Das waren zuerst die Versuche, die bis jetzt gut liefen. Da war das genauso. Mhm. Also, er steht halt die ganze Zeit da, Luna. Er hat kein Mal nach links gelenkt, quasi. Ja, und wenn ich nach links gelenkt habe, dann war vorbei. Ja. Weil das habe ich nämlich auch noch nicht geschafft, dass ich im Sitzen da hochkomme. Sondern nur. Nein! Ich fall aber vorher immer um. Trivial ist das leider nicht. Wer macht denn da Überschläge die ganze Zeit? Ich? Ich auch, aber um vielleicht noch mit mehr Speed hochzukommen. Ach so. Ich finde es einfacher, aus dem Überschlag heraus den richtigen Winkel zu kriegen. Oh Mann. Echt? Nein! Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich war oben! Ich stand oben drauf, aber mein Vorderrad ist noch. Ja, genau. Das Vorderrad berührt dann doch noch. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich das jetzt mache. Ich drück gar nichts. Also wenn ich die richtige Position vom Winkel habe, kannst du einfach... Ja, ich roll gerade hoch. Oh, dann musst du nur Bremse drücken. Wenn du den richtigen Winkel hast und dann kannst du ausmanövrieren. Das ist super gut. Ich bin oben jetzt. Ja. Nice. Ach, das geht noch höher. Die erste Rampe ist nicht das Ende. Und du musst weiter auf dem Hinterrad bleiben. Oh nein. Aber ich sehe mich da mittlerweile. Das ist auch cool. Man lernt hier wenigstens mal wieder eine neue Fähigkeit. Ziemlich gut. Der Winkel muss von vornherein aber ziemlich hoch sein.
Das habe ich verkackt. Aber man muss das eigentlich im Sitzen schaffen. Das warum muss man denn? Ist das nicht egal, ob man jetzt im Sitzen ist oder im Stehen? Ja, weil ich halt immer korrigieren muss und dann halt raus bin. Ich würde das gerne schaffen, zu korrigieren und dann noch weiter drin zu sein, weißt du? Ah, da war ich zu nervös. Oh Gott. Okay, wir gehen davon aus, dass wir das nicht schaffen werden. Aber hier können wir auf jeden Fall noch was lernen. Ja, das finde ich gerade ziemlich cool. Ich habe das Gefühl, ihr seid schon ein bisschen weiter, aber... Erste Rampe habe ich wieder. Und ja, auf der zweiten kacke ich dann ab. Hast du denn dann nochmal die Chance, was... Nein. Kannst dich nicht neu positionieren. Also musst du einmal durch, also einmal eine Gerade. Du hast eine Gerade, genau, und dann kommt die Rampe nochmal wahrscheinlich. Aber die Gerade macht's mir kaputt, weil ich hab... Also ich kann das Gleichgewicht besser gerade auf einer Schrägen halten, weil ich ein... Ich hab's auf der Hinter... auf der hinteren Position gerade geschafft. Bis oben. Also, ich frag mich ja, warum du auf die hintere Position so abgehst. Ja, weil ich immer korrigieren muss, weil ich zu schlecht bin für die vordere. Ich bin auch zu schlecht noch, definitiv. Ah. Ach komm. Oh, ärgert mich das jetzt. Ah, jetzt war ich auf Rampe 2. Was? Ach, krass. Okay, na, bist auf jeden Fall deutlich vor mir. Ich schaff Rampe 1 nicht. Okay, ich hab da einen Move, hab ich. Was, ein Move? Ja, ich bin auf Rampe 2, Hälfte! Was war los, weiter. Nicht nervös werden. Ich komm immer weiter. Shit. Womit korrigierst du denn? Nicht mit dem Sitz dann, oder was? Ich bin in der Linksposition und lass beim Hochfahren habe ich den Stick, den nur zum Korrigieren. Ich habe die Rampe geschafft. Was? Ich war oben, also wenn du die geschafft hast, kommst du auf eine Rampe, die genau in die andere Richtung geht und da bin ich jetzt kaputt gegangen. Aber auch wieder auf dem Hinterrad. Nee, da darfst du beides, aber... Da musst du erstmal deinen Vorderreifen drauf bekommen. Wenn du in der Rückenposition hochfährst, dann höre ich instant auf, den Stick zu bewegen, damit ich nur noch, ich halt nur L gedrückt, also zum Bremsen. Und den Stick mache ich dann nur, um auszubalancieren. Links, rechts, also entweder drücke ich links oder nach rechts, kommt auf an, welche Richtung ich falle. Das Hochfahren muss ohne Stick funktionieren. Du korrigierst nur, als wenn du auf so einem als wenn du auf so einem Schwebebalken bist oder so. Ja, okay. Wenn du beim ersten Mal hochfahren, zumindest ist das meine Erfahrung, ist jetzt schon die ganze Zeit nach links drücken musst, weil es nicht anders geht, dann wirst du es nicht schaffen. Du musst den Stick loslassen können noch. Für die richtige Position, ne? Ich war jetzt wieder fast oben. Wenn du es wirklich schaffst, beim auf die Rampe kommen, direkt den Stick loszulassen und du siehst, der fährt von alleine hoch, dann weißt du eigentlich, dass es richtig ist. Na, da bin ich noch nicht. Naja, da bin ich auch noch nicht. Und welchen Winkel braucht man dafür? Ich sitze, also mein Rücken würde, wenn ich vom Motorrad falle, falle ich direkt auf die Rampe sozusagen. Also auf den Boden. Ach, so schräg bist ja, du? Ja, also mein Vorderreifen ist wirklich da, wo mein Kopf eigentlich wäre. Schade. Schön da, du! Ja, aber hier kann ich mich, da habe ich dann immer das Problem, mich zu halten. Ach, so machst du das einfach. Du ziehst einfach nach oben und dann... Genau, und dann musst du den...
Nee, das ist der falsche Winkel, weil ich muss die ganze Zeit nach hinten drücken. Der könnte gehen, ja. Aber wird zu knapp. Das ist er. Das habe ich nur verkackt. Zu weit nach rechts gegangen. Ah, du bist in der sitzenden Position dann am Hochfahren. Ja, also ich gehe aus dem Stand auf den Hinterreifen. Hm. Ach, das ist die blöde Mittelebene. Na, das wird nix. Ach komm, ey. Also Dale macht das ohne Vorsicht da zu turnen. Wie macht er das denn? Ja, er zieht einfach das Vorderrad hoch. Bei rückwärts. Was? Ich gehe erst nach vorne und dann drückst du nur nach hinten, ohne Gas oder Bremse. Also nach vorne aufs Lenkrad. Also ich drück einmal ganz kurz L, damit ich rückwärts rolle. Ja. Aufs Vorderrad und dann... Ach, nach vorne? Hä? Gibst du denn einmal Gas am Anfang? Nur L. Ich drück nur L. Ja. Kannst du auch komplett aus dem Stehen machen, ohne... Hä, wie machst du, wie kommst du denn so... Also mein Vorderreifen geht gar nicht richtig hoch. Wenn ich das aus dem Stand mache. Du drückst nach... So, dass du übers Lenkrad gelehnt bist. Und dann drückst du einfach nach hinten. Einfach den Stick nach links, ohne irgendwas zu machen. Kein Gas, kein gar nichts. Dann gehe ich automatisch zieh ich das Vorderrad hoch. Ja, bei mir nicht hoch genug. Ja, einfach noch weiter lenken. Lenk noch weiter, bis du fällst. Okay. Machen wir nach rechts. Und jetzt nach hinten. Zack. Und zieh. Ohne, du hast schon wieder... Ich hab ja, gesagt, ja. Okay, ist. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Okay. Ich habe immer zu früh... Du hast schon nach angefangen, hinten, genau. Ja, genau, nach hinten Gas zu geben. Ach komm, jetzt hier. Und... Naja. Na... Und du hast dann, wie viel Winkel hast du dann? Über 45 Grad bist du, ne? Ja, der steht, ja, der Vorderreifen steht eigentlich halt auch nicht da, straight nach oben. Passt. Sind wir so auf 1 Uhr. Nein! Oh Mann, das war ganz gut. Oh nein! Schon sehr beeindruckend. Cool. Ah, hey, schon mal das gelernt. Das und dann schaffe ich das. Da für dich zur Info, ja? Bei so Fallen. Nix drücken. In der Sekunde, wo den, also weil du, dein Reifen hat sich gedreht im Fall, das habe ich gesehen. Gar nichts drücken, damit hast du nämlich den größten Grip. Und erst dann, wenn du Grip hast, dann Gas, Gegengas geben. Vielleicht kriege ich es ja noch einmal hin. Wenn ich einmal nach vorne muss, dann kriege ich das nicht mehr hin. Ah. Och, Mann, da. Geh gleich vorbei. Nee. Nein. Nein, da war ich kurz gerade. Jetzt ist raus bei mir. Och, Mann, komm, einmal noch. Ich bin auch raus. Ah, shit. Schön da, du, ey. Ah, krass. Dann musst du wieder gerade kommen, oder was? Nee, eigentlich nicht. Aber dadurch, dass ich, wenn ich die erste Rampe hochfahre, drücke ich relativ oft nach links. Also immer wieder zum... Und in dem Moment, in dem du gerade bist, ist das halt nicht mehr der Fall. Und deswegen verliere ich hier einmal die Kontrolle, wenn er da wieder rauf will. Voll gut. Alter. Das ist... Ach, schade. Oh, nee, da war ich. Ja. Aber viel gelernt, Leute. So weit war ich da noch nie. Also mit dem Hinterrad irgendwo hochfahren hatte ich vorher noch nicht irgendwie geschafft. Ah, weißt du, so lernt man. Voll gut. Medium. Oh, ja. Jetzt mal ganz kurz hier wieder einfahren ein bisschen. Steht Hammer. Extreme. Nee, da steht Medium. Nee, das ist für UKR ist das Medium, ja. Für uns nicht. Einze. Ich glaube, jetzt sind wir richtig krass, nachdem wir hier
Oh Mann, was war das denn jetzt für eine Scheiße hier? Ganz anderes Tempo auf einmal wieder. Ja, ich bin das gar nicht gewohnt, hier so Abschnitte in einem zu machen. Ja, ich bin es nicht gewohnt. Hier wieder. Jetzt habe ich ganz mein Vorderrad hoch. Oh, das war cool. Oh, das Eis! Dalu, da kommst du jetzt gar nicht mehr durch! Das Eis versperrt dir den Weg! Oh nein, ich hoffe bei mir noch nicht. Oh mein Gott! Oh, scheiße. Ich bin zu weit geflogen. Ach komm! Dieser Looping, als ob du den jetzt gemacht hast, Dalu. Moment, aber da war doch. War doch ein Wichtiger. Ich bin immer zu weit geflogen quasi. Oh Mann, ey, und dann. Okay. Was kommt denn jetzt bei euch? Ah, interesting. Das ist schon. Da gibt's halt bestimmt auch einen ganz billigen Trick eigentlich, aber also wie du da am meisten Schwung mitnimmst. Ja, haben wir gemacht. Huh? Nein! Bist du hochgekommen schon? Bin ja schon hochgekommen. Es ist wahrscheinlich nur eine Position, die du haben musst. Nein! Fuck. Nein! Oh, du bist nochmal runtergefallen? Ja, weil ich nicht dachte, dass ich den Sprung danach schaffe. Den hätte ich aber locker geschafft. Hä, welcher. Es ist wichtig, wie viel Speed du hast, wenn du auf die erste Rampe kommst. Damit du da beim Zurückrollen den Rest mitnimmst, sozusagen. So. Also dein, der erste Looping, der muss es sein. Ja. Ja, Dalu, nee, so nicht. Ach so, ich sehe aber da. Aber jetzt ist es auch gesagt. Aber ich weiß jetzt, nicht, jetzt hast du genug Fehler, jetzt kann ich es dir sagen. Ja. Ja, genau so wird es aber gemacht. Nein! Oh, wie komme ich? Also ich kann ja keinen Bunnyhop von dem Ding hier machen. Du musst doch nicht, du musst nur nach vorne drehen. Ja, du musst wirklich nur straight nach vorne drehen und da rein einhaken. Okay, Dalu hat's gemacht. Dalu, ja, jetzt hast du es geschafft. Der Bauch jetzt einfach nur eine straighte Rolle nach vorne. Einfach nur nach vorne drücken, also nie aufhören. Vollgas und nach vorne drücken, ja. Und jetzt eins so und drauf. Ja, kannst du das noch schaffen, wenn und das jetzt alles hält. Das ist das Ziel. Nein! Nein, ich wollte jetzt. Oh Mann, das war der bessere Versuch. Oh, da wärst du mal in einmal hochgekommen. Oh Gott. Schade. Ich hab zu lange in dem Looping gesessen, ey. Das war, der war aber auch sehr knapp bemessen. Ja, 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 du musst auch Mike in der Hinschlussposition bleiben. 15.2, das ist also die Strecke, die wir davor schon nicht geschafft haben, glaube ich. Ein bisschen nee, schwieriger. Die war 13, oder war die 14? Fing jetzt schon an. Ist auch easy. Das stimmt. Schon nicht geschafft. Okay, machen wir das nochmal. Oh Leute, das war nix. Ach komm. Oh, wie dumm war das denn von mir? Oh, das war ja easy der Checkpoint gewesen. Ich halt. Ich versuche entweder direkt rüber zu kommen oder einen Frontflip zu machen, da bin ich mir noch unsicher. Nee, du kannst auf dem Vorderreifen oben landen. Eigentlich hast du genug Geschwindigkeit, aber ich hab's verkackt. Ich war. Doch genug Checkpoints, das ist ganz schön ganz fair gemacht. Das ist auch wieder eigentlich kein Hindernis, das Ding. Nee. Ah, geht doch. Hä? Ah. Nee, 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 nee. Ja, genau so. Schön festhalten. Alter, wie weit ist denn Bram schon? Ey, Bram, bleib mal hinten stehen. Der ist im Ziel, der Bram. Mich verarschen. Das war keine Extreme.
War extrem einfach vielleicht. Oh, dieser Flow! Oh, der Flow ist weg. Ja, und einfach unten an die Rampe wieder. Da war ich auch, genau da. Und jetzt einfach wieder schön. Oh, easy. Yes. Schaffst du noch, Sepp? Schaffst du wirklich, da. Ah, da, du schaffst das auch noch. Das, nice. Das ist das letzte Hindernis gewesen. Schön. Frontflip. Ja, cool. Guck. Balmy. Light. Das war auch die Light-Version, ja. Wahrscheinlich gibt's die Strecke auch ohne Checkpoints. Frontwheel, Backwheel. Ah. Oh, das haben wir doch vorhin schon ein bisschen gelernt jetzt. Ja, aber das ist, glaube ich, gelogen hier vor Beginn. Ja, alles klar. Ja! Oh, war das schön. Oh Mann, da bin ich gecrashed. Komm. Na komm! Scheiße. Scheiße. Wie macht man denn einen Bunny Hop auf dem Backwheel? Machst du doch voll häufig, oder nicht? So ja, aber ohne, dass das Vorderrad da aneckt. Oh, das war knapp. Ja, das auch. Oh, als wenn das nicht gezählt hat. Sepp, yo! Mann, der Sprung ist einfach zu weit. Ja, aber wo willst du hin, ist die Frage. Auf den vorletzten. Nee, auf den letzten. Nee, der vorletzte und da drauf einfach am Bunny Hop. Ach komm, hat der das gemacht. Alter. Ist das doof. Scheiße. Wie macht man denn den ersten? Da häng ich doch dran fest. Ich bin auf dem Vorderrad halt gelandet, hab gebremst, damit ich einen Frontflip mache. Ja, dann versuche ich auch die ganze Zeit. Ich hab einen Frontflip gemacht. Also. Aber da crash ich immer. Wie mache ich meinen Move denn jetzt andersrum? Deinen Move andersrum? Ja, den wir gelernt haben, aber nach vorne fahren. Versteh ich nicht! Wieso geht denn das nicht? Oh. Mann, nicht! Rückwärts fahren, okay. Da habe ich ja einen anderen. Nein, Punkt. Dann bin ich gecrashed. Aber wie fährt man auf dem Hinterrad vorwärts? Ach, nur auf dem Hinterrad vorwärts? So macht man das. Juhu. Einfach fliegen, ne? Das sehe ich auch so. Alter, das reicht. Jetzt bin ich am Vorderrad und dann habe ich gebremst. Und dann wieder einen Frontflip zu machen, Bram. Ja, ich weiß, das prüfe ich auch, aber ich schlag dann immer direkt wieder auf. Nur einmal kurz am Tippen. Oh. Zack. Oh. Das sieht immer so brutal aus. Yes! Oh, Sepp, letzte Hindernis. Yay, das war nice. Ich bleib hier. Das war. Sepp, das war yo! Oh, da ist nichts zu Beginner hier. Ah. Boah. Ja! Ja! Nee, nein. Doch! Nein, das ist ja, das habe ich schon 100 Mal gemacht, aber ich komme mit dem Kopf immer dann auf. Aber genau so habe ich es auch gemacht. Jo! Yeah. Nice, endlich! Sehr schön, ja, der ist assi. Da musst du weniger Gas geben. Also ich bin auf dem letzten. So weit bist du gesprungen? Yeah. Ah, shit, ey.
Aber unlucky. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü. Macht's gut, Leute.